Uhr, heute hier in Dresden am Bahnhof und erfahren eben, dass der Zug erst heute Abend um 10 Uhr weitergeht. Morgen Abend werden wir dann in Auschwitz sein. Die Mitteilungen darüber, wie es dort sein soll, sind sehr widersprechend. Wir müssen nun abwarten, wie alles wird. Ich werde weiter tapfer sein und fest die Zähne zusammenbeißen und an euch denken und durchhalten, wenn es auch noch so schwer sein wird. In den letzten Tagen habe ich die Familien beneidet, die alle zusammen damals fortgebracht wurden. Aber wenn ich es recht bedenke, ist es mir trotz allem Trennungsschmerz und aller tiefen Sehnsucht leichter, euch in geregelten Verhältnissen zu wissen und euch verschont zu sehen von allem Widerwärtigen und Hässlichen. Ich habe nur den einzigen heißen Wunsch, euch alle gesund wiederzusehen.